Hallo mein lieber Steinbock und willkommen zur Hot Summer Legung. Ich lege ganz speziell jetzt auf die Liebe, Partnerschaft, Begegnungen, die sich im Sommer zeigen werden, worauf du achten solltest. Wir schauen einfach mal rein mit den Liebeskärtchen und sehen, was sich zeigen möchte. Es ist natürlich wie immer eine allgemeine Legung für mein Abonnentenkollektiv. Schau natürlich, ob du in Resonanz gehst und was für dich wichtig, richtig und stimmig ist. Und siehst dir natürlich im Sommer nochmals an. Denn womöglich wird es dir jetzt noch nicht viel sagen. So, was zeigt sich hier? Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Als erste Karte sehr, sehr wichtig und vielversprechend. Mein lieber Steinbock, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Viele kleine Schritte lassen manchmal große Träume wahr werden. Die Liebe besiegt alles. Ja, das ist schon sehr vielversprechend. So, was auch immer dein Traum war für den Sommer, er könnte sehr wahrscheinlich wahr werden. Und ich nehme auch so wahr, du hast hier sehr viel dafür getan, dass dein Traum auch wahr wird in der Liebe. Sehr schön. Zweifellos. Also da geht hundertprozentig ein Traum von dir in Erfüllung in der Liebe. So, das ist natürlich individuell, aber vermutlich eine Partnerschaft, ein Heiratsantrag, eine Hochzeit im Sommer, was auch immer, mir kommt da schon einiges rein. Du bringst das Licht der Liebe in unsere Welt zurück. Ja, Halleluja. Das wird ein Sommer. Tritt deinen Dienst als Priesterin der neuen Welt an. Ja, mein lieber Steinbock, du bist ja so das erste, vorderste Sternzeichen und gehst ja voran, ja, immer in kleinen Schritten. Der Steinbock erklimmt sich so den Berg, würde ich sagen, und stehst dann auch als erster oben, ja, mit dem zwar jetzt niemand eigentlich gerechnet hätte im Wassermann-Zeitalter, aber der Wassermann hat vielleicht die Vision, aber der Steinbock muss es erklimmen und muss diesen steinigen Weg mal vorwärts gehen. Und ich nehme hier so wahr, du hast diese ganzen Schritte getan und bist dir jetzt schon ziemlich sicher auch, dass du das im Sommer erreichen wirst, was dein Traum, was dein Ziel auch war. Ob es eine Partnerschaft ist, ein Partner, eine Hochzeit, ein Heiratsantrag, was auch immer. Du hast hier sehr viel für die Liebe getan, für dein harmonisches Umfeld, ja, für dein inneres Licht einfach sehr viel gearbeitet und das kommt im Sommer zweifellos. Wunder, wunderschön, mein lieber Steinbock. Ich freue mich sehr für dich. Wir schauen jetzt ganz genau rein mit dem Licht- und Schattentarot. So. Bitte, was oder wer zeigt sich hier im Sommer? Ja, hier sieht man schon, der Hierophant, die Erleuchtung, das Göttliche, einfach die Verbindung zu deinem höheren Selbst. Und hier sieht man einfach Wünsche, Träume, du bringst hier wirklich das Licht in die Welt. Ja, du kannst es richtig auf die Welt runterholen und sehr, sehr schön. Und das passiert dann nicht einfach so. Viele werden vielleicht denken, Steinbock hatte Glück, aber das war zweifellos pure Arbeit von dir in lauter kleinen Schritten. Sehr, sehr schön. Freut mich irrsinnig für dich, lieber Steinbock, dass hier deine ganze Arbeit im Sommer hier zum Vorschein kommt. Das Ass der Stäbe und die Acht der Stäbe zeigen hier einfach auch für deine Feurigkeit, für deinen Ideenreichtum, für dein Temperament im Sommer. Hier die Erleuchtung, ja, die Verbindung zu oben hin, was für dich als bodenständige Person ja eigentlich etwas Neues jetzt ist.
natürlich für alle, die es erlernt haben, aber gerade für dich als sehr, sehr Bodenständige hast du eher die Verbindung zu unten, zur Erde. Und jetzt erlangst du auch die Verbindung zu oben und holst dieses Licht auf die Erde. Und die Menschen werden dieses Feuer in dir erkennen und werden dieses Leuchten einfach durch dich, durch deine Handlungen, was du auch immer tust, ja, ich nehme hier sehr individuelle Dinge wahr, was du auch immer gemacht hast, werden die Menschen auf jeden Fall dein Leuchten im Sommer erkennen, ja. Natürlich auch dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin wird dir dein Leuchten sehen und es wird dir sehr stark vorwärts gehen. Du wirst sehr stark nach vorgehen, kommt mir hier rein, vorangehen auch, als Vorbild hier, vorangehen, lieber Steinbock, du bist das Kardinalzeichen, Kardinalsternzeichen und wirst hier auch als gutes Beispiel vorangehen. Ja, das kommt mir hier sehr stark rein, sehr, sehr schön. Und zwar in der Liebe, diesmal nicht in Karrieredingen, nein, in der Liebe gehst du als gutes Beispiel voran. Wunderschön. Und die Menschen werden dich einfach strahlen und leuchten sehen aus deinem Inneren heraus. Ja. Der Hohepriester und die Hohepriesterin. Was soll ich hier sagen? Ein Seelenpartnerpaar. Wahnsinn, ja, sehr, sehr schön. Also die Steinböcke finden ja auch zu ihren Seelenpartnern. Wenn ihr es noch nicht getan habt, werdet ihr im Sommer hier eine sehr, sehr starke Verbindung zueinander haben. Und auch, ich sehe auch, dass ihr sehr stark vorangehen werdet und ihr Vorbild sein werdet für alle anderen. Für viele andere auch als Beziehungsvorbild, als Verbindungsvorbild, als neue Beziehung, als neue Verbindung einfach hier als Vorbild vorangehen werdet. Wunder, wunderschön. Und dafür hast du sehr, sehr hart gearbeitet. In kleinen Schritten. Ja, ich sehe hier, du möchtest hier den Menschen zeigen, dass sie hier in einer liebevollen Verbindung sein können, bleiben können, nicht davon, ohne davon wegzulaufen, sondern hier aufeinander zuzugehen. Ja, liebevoll, in liebevoller Art und Weise und hier nicht mehr vor den Schattenthemen weglaufen zu müssen. Mein lieber, lieber Steinbock, wunderbare Botschaften hier für den Sommer. Absolute Vorbildfunktion, ein absolute Traumlegung hier. Ja, dieser Sommer wird sich für dich hier richtig lohnen. Aber mir kommt hier rein, du weißt schon ganz genau, was kommen wird. Ja, vielleicht noch nicht im Detail, aber du weißt schon, was deine Richtung ist, was dein Ziel hier ist. So, hier noch mit dem Witches Tarot. Ja. Der Ritter der Stäbe und das zeigt hier einfach an, diese Bereitschaft hier vorwärts zu gehen, dieses Feuer hier zu entfachen und zwar des Hohepriesters und der Hohepriesterin hier nicht nur in telepathischer Verbindung, in die Verbindung zu oben, sondern hier auch wirklich auf die Erde zu bringen, ja, wie auch hier schon steht. Du bringst das Licht der Liebe in unsere Welt zurück und das kann man hier so schön sehen. Denn der Stab, die Stäbe hier zeigen ja Handlungen an, Handlungen, was ja der Hohepriester und die Hohepriesterin ja ganz im Gegenteil nur im Geiste sind und in der Mitte eben drei Stabkarten, genau wie wir hier schon sehen. Du bringst dieses Licht der Liebe auf die Erde zurück in deinen Handlungen und zeigst sie der Menschheit. Ja, du zeigst es den anderen. Nochmal die Acht der Stäbe. Wahnsinn, Wahnsinn. Da geht sie richtig, richtig, richtig vorwärts. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was sich
verändern wird und wie sich die Welt hier verändern wird im Sommer. Sehr viel auch durch die Arbeit der Steinböcke natürlich. Vier der Schwerter. Ja, es könnte hier sein, dass sich andere hier anstellen müssen und hier etwas zurücknehmen müssen. Ja, dass das anderen vielleicht hier nicht so gefällt, wie du plötzlich hier vorgehst. Aber dass bei dieser Energie, bei dieser 10 der Münzen-Energie, hat da niemand eine Chance hier bei dieser starken Stabenergie. Hohepriester und Hohepriester, also da kann jemand mit Schwerter nicht mehr viel ausrichten. Ja, diese Menschen müssen hier zurückweichen. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Und sich dann, andere Menschen müssen sich dann hier entscheiden. Laufe ich weiterhin weg von einer Beziehung oder gehe ich in eine liebevolle Beziehung? Diese Entscheidungen müssen dann die anderen Menschen hier treffen, ja? Die sich hier noch befinden, die noch nicht diese Arbeit geleistet haben, die du bereits geleistet hast. Du hast bereits in dir diesen Weg gefunden. Wow, sehr, sehr schön. Ich ziehe dir noch eine Seelenpartnerkarte. Also ich nehme hier auch jetzt schon eine sehr starke Seelenpartner-Energie wahr. Falls ihr euch noch nicht getroffen habt, werdet ihr das im Sommer tun. Uiuiui. Da fällt die geistige Verbundenheit. Die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Man sieht es. Man sieht es. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Ich freue mich für euch. So, das war's. Wenn ihr mehr zum Thema Seelenpartner sehen möchtet, schaut gern auf meinen Zweitkanal Die Herrscherin vorbei. Da findet ihr noch weitere Videos. Und ansonsten abonniert natürlich meine Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, einen wundervollen Sommer. Tschüss!